Er will mit mir zum Pecha Kucha, wenn ich nur wüsste, was das ist. Du wirst es mögen. Bist du dir sicher, dass ich es mag? Ja, du magst doch sonst auch alle Sauereien. Ja, aber immer nur 20 Sekunden und jedes Mal wieder mit jemand anders, das kann's doch nicht sein. Vielen Dank. Zwei, eins. Pecha Kucha! Geplapper? Irgendwie. Wirres! Also. Riecht. Geplapper! Geplapper! Also, ich weiß auch nicht, was hier überhaupt passiert, ja. Ich habe gar keinen Plan, ich bin einfach mal da. Ich habe das im Internet gelesen. Und ich lasse mich einfach überraschen. Auf jeden Fall, ja. Da möchte ich was Geistreiches. Ich möchte unbedingt was Geistreiches. Ja. Und ganz tolle Ideen. Ganz tolle Ideen. Also, Ideen, ja, dass ich Bilder mitnehme. Ideen. Es geht um Kreativität. Es geht darum, den Wahnsinn der PowerPoints und der Präsentation etwas aufzubrechen und an einem Abend so viel wie möglich Präsentationen stattfinden zu lassen. Wildspannung, spritzig, auch ein bisschen chaotisch. Es darf gelacht werden, miteinander verleben und nachher, wenn wir nach Hause gehen, andere Menschen sind. Das hat mal eine flammende Rede dafür halten, dass wir mehr bildhaft sprechen, wie wir lernen und wie wir am liebsten Präsentationen aufnehmen, über Bilder, über Beispiele, über Konkretes. Die Idee war, einen absolut weichen und warmen und angenehmen Boden zu schaffen, also nicht Fußabdrücke, und können alles das individualisieren. Das heißt, es ist Ihr persönlicher eigener Und Leben. In einigen Tagen auch wieder eine Ausstellung von beiden zu sehen in Moskau. Er hat sich heute extra die Zeit für uns genommen, heute noch persönlich hier anwesend zu sein. In ein paar Tagen ist er schon unterwegs zu seinem Vater, um dort mit ihm die Ausstellung in einer städtischen Galerie in Moskau zum Thema Liebe, aber auch christliche Themen spielen bei Nikita in seinem Werk immer wieder eine sehr herausragende Rolle. Alle möglichen Formen von Dudelsäcken aus Italien, aus hier schöne Lieder spielen. Zum Beispiel Odo Fröhliche ist ein ganz typisches italienisches Dudelsacklied. Christmas with every Christmas card I write. May those days be merry and bright. And may all your Christmases be right. Jingle bells, jingle all the way. An dieser Stelle ein kleiner Applaus bitte. Marie-Madeleine! Oh! Marie-Madeleine! Oh! Ah! Marie-Madeleine? Marie-Madeleine! Marie-Madeleine! Marie! Marie-Madeleine! Wie kann ich die einzelnen Punkte meiner Rede zu einem großen Ganzen verbinden? Alles, was in mir passierte, hat sich in meinen Bildern ausgeschwert. War an dem einen Tag mein Symbol. Also wir haben Kernzeit, Verletzung, Weihnachten mit Klimawandel und Montag. Im Halbschlaf ignoriert er den, später wacht er auf, wie immer, nichts passiert. Dienstag, er drückt Snooze, dreht sich wieder um, nichts passiert. Wecker klingelt, Peter wacht auf, schaut raus, es regnet, nee, heute nicht.
Donnerstag, dicker Schädel, brummt, nee, nicht heute, aber sonst gerne. Freitag, das Bett ist so kuschelig, nee, heute auch nicht. If you got soul, everybody knows that it's alright, oh, it's alright. If you got soul, everybody knows that it's alright, oh, it's alright. Und sag Sanne! Gemüsedose? Nein, das ist keine Gemüsedose. Das ist ein Blumentopf. Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie da waren, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie mitgefeiert haben, dass Sie mitgeschnippt haben. Ja, eine wunderbare Location und es ist auch ein klasse Modul. Also ich finde es super gemacht, die Veranstaltungsform. Und ich denke, die hat echt Zukunft. Es hat ja auch schon viel weltweit an Ansehen gewonnen. Und dass es in München jetzt das erste Mal funktioniert hat und dass auch viele Leute da waren, fand ich super. Und ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg. Ich finde es sehr interessant. Petscher Kutscher, wirres Geplapper und bin sehr gespannt, was man da noch hat. Der Abend war toll, die Location ist toll und die Menschen sind wunderbar.